Der BÖLW-Empfang mit über 600 Teilnehmern war im Rahmen der Grünen Woche ein starkes Zeichen für den Biolandbau. Einmal mehr hat der Empfang gezeigt, wo die Zukunft der Landwirtschaft liegt. Sie liegt im Ökolandbau. Dabei kommt es nicht darauf an, ob diese Produktionsform bereits perfekt ist. Weil sie es nicht ist, liegt unser aller Aufgabe darin, sie weiterzuentwickeln. Was zählt, ist, dass wir auf dem richtigen Weg sind, auf dem Weg zu einer wirklich nachhaltigen, auf Dauer und über alle Generationen weg möglichen Umgang mit den Ressourcen und in der Erzeugung unserer Nahrung. I've gone through the figures again for the organic sector, and I'm extremely impressed to see the steady level of economic growth that has been achieved in recent years across the EU. A market worth 21 billion euro is clearly no longer a niche market. And let me congratulate you on this expansion, especially here in Germany, where I see that you dominate roughly one-third of the EU's market. And I suppose it was all of that organic products and all of that nutrition that helped your soccer players win the World Cup last year. Der Biomarkt entwickelt sich sehr gut. Insbesondere bei Demeter haben wir eine Entwicklung, die doppelt so stark ist wie die des Fachhandels. Also wir wachsen überproportional. Und die Zeichen stehen jetzt auch gut, dass wir immer mehr deutsche Landwirte gewinnen, die auf Demeter umstellen, weil die politischen Rahmenbedingungen neu gesetzt sind mit dem EEG und mit neuen Fördersätzen für den Ökolandbau. Das gilt es jetzt zu nutzen, damit die Nachfrage wirklich auch mit heimischen Rohstoffen befriedigt werden kann und nicht durch Importe aus dem Ausland. Wir brauchen damit schon eine Art kohärente gemeinsame Strategie, ja, mit einer Roadmap für möglichst viel regionales Wachstum, bei allem Respekt vor dem Import. Ökologische Produkte sind mir lieber, wenn sie aus unserem Lande kommen. Es gibt im politischen Feld noch viel zu tun. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass das Gentechnik-Anbauverbot bundesweit umgesetzt wird, dass die EU-Öko-Verordnung nicht in der Weise kommt, wie die Kommission sie vorgeschlagen hat, sondern dass wir die Verordnung, so wie sie jetzt ist, qualifiziert weiterentwickeln, insbesondere beim Import muss da deutlich nachgelegt werden. Das ist auch unsere Meinung. Und die Reform der Agrarpolitik muss von den Ländern jetzt so umgesetzt werden, dass tatsächlich Landwirte den Ökolandbau als die Chance wahrnehmen können, die er vom Markt her darstellt.